Es ist ein Alarmsignal. Massenweise sterben die Bienen. Im Verdacht? Häufig eingesetzte Pestizide. Auch Menschen zeigen Symptome. Wenn hier die Spritzzeit ist, dann schaukelt sich das richtig auf, sodass ich mit unheimlichen Kopfschmerzen durch die Gegend laufe. Giftige Spritzmittel. Sogar Säuglinge sollen gefährdet sein. Im Interesse unserer Kinder sollten diese Pestizide verboten werden. Insektengifte. Sind sie eine Bedrohung für Mensch und Natur? Zwei Männer auf Spurensuche in Holland. Der Toxikologe Henk Tennekes und der Vogelkundler Franz Parmentier suchen nach Feldlerchen und Kiebitzen. Die Ackervögel gab es hier früher in Scharen. Jetzt sind sie weg. Der Grund? Auch die Insekten, die Hauptnahrung der Vögel, sind spurlos verschwunden. In vielen Gegenden Europas ist dieses Phänomen zu beobachten. Wo intensive Landwirtschaft betrieben wird, sind Wiesen und Felder stumm. Alles begann vor etwa 20 Jahren, als die Bauern hier neuartige Insektizide einsetzten, sogenannte Neonicotinoide. Früher wurde hier Mais angebaut. Der Maissamen wurde mit Neonicotinoiden behandelt. Etwa 90% dieses Insektizids verbleiben aber im Boden. Das Problem ist, dass dieses Gift sogar in kleinsten Dosen für Insekten tödlich ist. Die Neonicotinoide bauen sich nur langsam ab. Man kann annehmen, dass die Gifte noch immer hier im Boden sind. Neonicotinoide sind Nervengifte. Sie werden entweder großflächig gespritzt oder als rote Beize auf das Saatgut geklebt. Die Nervengifte gelten als Wunderwaffe im Kampf gegen Schädlinge. Sie wirken vom Korn bis in die Blüte. Die Gifte sind seit 20 Jahren auf dem Markt und mit einem Umsatz von etwa 1,5 Milliarden Euro die erfolgreichsten Insektizide weltweit. Marktführer sind Syngenta aus der Schweiz und der deutsche Pestizidproduzent Bayer Crop Science. Neonicotinoide sind eine Klasse von Insektiziden, Pflanzenschutzmitteln, die ja letztlich auf das Nervensystem von schädlichen Insekten wirken und da die Signalübertragung beeinflussen. Diese Produkte können in einer großen Vielfalt von Kulturen gegen eine gewisse Vielfalt von Schädlingen angewandt werden und sind eben daher auch recht erfolgreich. Das Interview stammt aus einer Planet-E-Dokumentation aus dem Jahr 2012. Diesmal haben die Hersteller jede Anfrage abgelehnt. Nicht ohne Grund. Denn die Neonicotinoide sind offenbar Hauptschuld am weltweiten Bienensterben. Lange Zeit ein Mysterium. Jetzt weiß man, die Gifte greifen auch das zentrale Nervensystem der Bienen an. Viele sterben erst lange, nachdem sie das Gift aufgenommen haben. Es greift vor allem den Orientierungssinn der Bienen an. In Experimenten kleben Wissenschaftler den Tieren Sender auf den Rücken und impfen sie mit kleinsten Mengen der Nervengifte. Dann lassen sie die Tiere frei. Das Ergebnis? Viele finden nicht mehr den Weg zurück in den Stock. Für eine Biene der sichere Tod. Für Berufsimker sind diese Forschungen die Bestätigung jahrelanger Beobachtungen. Normalerweise funktioniert ein Bienenschwarm als perfektes System. Doch seit es die Neonicotinoide gibt, verlieren die Imker Jahr für Jahr bis zu 30% der Bienenvölker. Wenn Bienen mit Nervengiften in Kontakt kommen, dann ist bei einer hohen Dosis die Biene tot. Aber unterhalb dieser Schwelle werden die ganzen Intelligenzleistungen, die die Bienen erbringen müssen, sich in der Landschaft orientieren, miteinander kommunizieren, der berühmte Schwänzeltanz, die Regulierung der Bruttemperatur, all diese Fähigkeiten werden beeinträchtigt und dann funktioniert das Volk nicht mehr. Dass die Insektizide die Völker schleichend vergiften, glaubte den Imkern lange Zeit niemand.
Wir waren eigentlich die Ersten, die die Auswirkungen der Neonicotinoide beobachtet haben, die gemerkt haben, dass bei den Bienen irgendetwas nicht richtig läuft. Und inzwischen haben wir viele Wissenschaftler, die unseren Eindruck untermauert und bestätigt haben. Die Beweislast ist heute eigentlich erdrückend. Vor 2 Jahren reagierte die EU-Kommission. Sie verbot den Einsatz von 3 Neonicotinoiden für bestimmte Kulturen. Doch viele andere landen noch immer auf den Äckern, auch in Deutschland. Wenn sich herausstellt durch Forschungen, dass auch andere Insektizide für Bienen tödlich sind oder sehr gefährlich sind, dann müssen die natürlich auch verboten werden. Diese sind jetzt ja verboten auf bestimmten Flächen, also insbesondere zum Beispiel auf Raps oder Sonnenblumen, wo eben die Bienen sich auch ernähren. Und das muss man dann ganz genau im Einzelnen auch festlegen und natürlich ausweiten, klar. Doch warum verschwinden auch andere Insekten von Wiesen und Feldern? Um diese Frage zu klären, forschte der Toxikologe Henk Tennekes mit niedrigsten Dosen. Normalerweise entscheidet die Dosis über die Schädigung. Je höher diese ist, desto größer die Wirkung. Für Neonicotinoide gilt dieser Zusammenhang nicht. Insekten sterben auch dann, wenn sie die rot gefärbten Gifte über eine längere Zeit in kleinsten Mengen zu sich nehmen. Das Erstaunliche: Die Gesamtdosis war bei einem Neonicotinoid 5000 Mal geringer als bei einer akuten Vergiftung. Wir wissen, dass sich die Neonicotinoide in den Insekten anreichern und einen unumkehrbaren Effekt haben. Es ist wichtig zu wissen, dass es keine Grenzwerte gibt. Das heißt, dass jede Dosis eine potenzielle Gefahr darstellt. Und das macht diese Insektizide so gefährlich. Es gibt keine sichere Dosis. Das könnte auch für den Menschen zutreffen. Ich mache mir deswegen große Sorgen wegen der Belastung unserer Lebensmittel mit Neonicotinoiden. Henk Tennekes ist überzeugt: Rückstandshöchstmengen von Pestiziden in Lebensmitteln, die uns vor den Giften schützen sollen, gelten für Neonicotinoide nicht. Das Universitätsklinikum St. Pölten in Österreich. Professor Karl Zwieauer beschäftigt sich hier als einer von wenigen Kinderheilkundlern mit den Auswirkungen von Pestiziden auf die Kleinsten. Bei ihnen entwickelt sich das Gehirn in rasanter Geschwindigkeit. Pflanzenschutzmittel können über die Ernährung der Mutter in ihren Körper gelangen. Beim Säugling ist die Blut-Hirn-Schranke, also diese Trennung zwischen Blut und Gehirnflüssigkeit und Gehirn insgesamt, noch nicht entsprechend ausgebildet. Und daher gibt es hier die Möglichkeit, dass Stoffe übertreten, die beim Erwachsenen nicht mehr übertreten. Was die Neonicotinoide betrifft, so sorgte vor 2 Jahren eine japanische Studie an Ratten für Aufsehen. Ihr Ergebnis? Neonicotinoide können auch die Entwicklung des Gehirns beim Menschen schädigen. Ein Alarmsignal. Die höchste europäische Lebensmittelbehörde im italienischen Parma schaltet sich ein. Die EFSA untersteht direkt der EU-Kommission. Im Dezember 2013 veröffentlicht sie eine Warnung. Zitat: Das Gremium bestätigt, dass die Neonicotinoide Acetamiprid und Imidacloprid die Entwicklung jener Gehirnregionen schädigen können, welche die Lern- und Gedächtnisfunktionen steuern. Die EFSA schlägt daraufhin vor, die Rückstandshöchstmengen für 2 Stoffe zu senken. Ein vorläufiges Verbot aller Neonicotinoide empfiehlt sie nicht. Die Anwendung des Vorsichtsprinzips obliegt der EU-Kommission und den Mitgliedsländern. Die Aufgabe der EFSA ist es, eine anspruchsvolle Risikobewertung durchzuführen. Was die Methodik der japanischen Studie betrifft, nach Meinung der EFSA-Wissenschaftler war diese gut, aber nicht genügend. Deswegen haben wir sofort alle zur Verfügung stehenden ähnlichen Studien und Methoden herangezogen, die die Schädigung der Gehirnentwicklung untersuchen. Wir haben diese Studien Anfang des Jahres veröffentlicht. Und jetzt diskutieren wir mit den Gremien die nächsten Schritte. Möglicherweise ein Wissenschaftskongress oder andere Veranstaltungen. Mehr erstmal nicht. Ein Risiko durch geringe Mengen sei ausgeschlossen. Europas Lebensmittel sind sicher, das sagt die EFSA. Wofür dann aber der Aufwand?
ist man am Ende doch skeptisch? Ein Blick nach Japan könnte helfen. Die Vorschriften sind hier weit weniger streng als in Europa. Und die Bauern spritzen viel mehr Pestizide, oft mitten in dicht besiedelten Gebieten. Die Ärztin Yoshiko Aoyama kritisiert schon seit vielen Jahren den sorglosen Umgang mit Pestiziden in Japan. In Blumenläden wie diesem findet sie auch Mittel mit Neonicotinoiden. Die extrem giftigen Substanzen sind frei zugänglich. Die Hersteller werben auf den Packungen mit der hohen Wirksamkeit. Hier steht, dass man es einfach auf Tomaten, Auberginen und Gurken geben soll und es dann einen Monat lang wirkt. Hier steht, dass es dort verbleibt. Das ist ein unglaubliches Pestizid. Es wird durch die Wurzeln aufgesogen. Selbst wenn man das Gemüse sorgfältig wäscht, bekommt man es nicht ab. Die Bevölkerung glaubt, dass das sichere, unbedenkliche Pestizide sind. Die Regierung und das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft verkaufen den Menschen dieses Mittel als sicher. Die Folgen? In Japan sind viele Lebensmittel hoch belastet. Ob Tee, Äpfel, Birnen oder Trauben. Teilweise ist die zulässige Rückstandsmenge 500 Mal so hoch wie in Europa. Und die Neonicotinoide werden weiter als Wundermittel gegen Schädlinge gepriesen. Kein Wunder, dass es in Japan akute Pestizidvergiftungen gibt. Dr. Aoyama hat in ihrer Klinik in Maebashi seit 1979 Hunderte von Patienten behandelt. Vor den Neonicotinoiden waren es Organophosphate, die die Leute krank machten. Die Patienten hatten die Pestizide eingeatmet, nachdem Bauern ihre Felder spritzten oder Pinienwälder auf Anweisung der Behörden besprüht wurden. Danach kamen Dutzende Fälle in Dr. Aoyamas Klinik. Alle mit den gleichen Symptomen. Asthmatische Anfälle, Hautreizungen. Dr. Aoyama dokumentierte diese Fälle mit der Videokamera als Beweismittel für die Behörden. Vor 20 Jahren kamen die Neonicotinoide auf den Markt. Seitdem häufen sich auch hier die Fälle. Yoshiaki Kaneta arbeitete sein ganzes Leben im Büro. Mit 57 Jahren ging er in Rente und widmete sich intensiv seinem Garten. Er pflanzte Gemüse an und spritzte regelmäßig mit Neonicotinoiden. Egal zu welchem Arzt er auch ging, es wurde immer schlimmer. 2013 ist er zu mir in die Klinik gekommen. Sein ganzer Körper war vom Ausschlag dunkel verfärbt. Es sah aus, als hätte man ihn geräuchert. Er hatte so starke Atembeschwerden und Husten, dass er kaum sprechen konnte. Seine Hände zitterten und er hatte Probleme, sich an Dinge zu erinnern. Sobald er zu sprechen begann, kam er außer Atem. Und er konnte auch nicht richtig sprechen. Immer wieder vergaß er, worüber er gerade sprach. Erst als er mit der Giftspritzerei aufhörte, gingen die Symptome zurück. Zeigen Sie mal her. Die Haut ist fast wieder normal. Hier war ja vorher alles komplett schwarz verfärbt vom Ausschlag. Der Hautausschlag hat sich jetzt um die Hälfte verbessert, nicht wahr? Viel mehr. Er ist auf ein Zehntel zurückgegangen. Wie bei Yoshiaki Kaneta gehen die akuten Symptome bei allen Patienten wieder weg, wenn sie weiteren Kontakt mit Neonicotinoiden vermeiden. Seit Jahren versucht die Ärztin, die Behörden zu überzeugen, wie gefährlich die Gifte sind. Denn Dr. Aoyama ist sich sicher, dass die Neonicotinoide vor allem ein Symptom verursachen: Gedächtnisverlust. Das auffälligste Charakteristikum ist das Nachlassen geistiger Fähigkeiten und des Erinnerungsvermögens. Ein Student kann sich nicht mehr daran erinnern, was er am Vorabend zum Abendbrot gegessen hat. Ein Student. Aber auch Grundschüler oder Mittelschüler sind betroffen. Das ist unnormal, absolut unnormal. Im Interesse unserer Kinder muss so ein gefährliches Pestizid verboten werden. Auch in Japan glauben einige nicht mehr nur an den Nutzen der Pestizide. Um die Kinder zu schützen, spritzen sie weniger, als die Landwirtschaftsgenossenschaft vorschreibt. Auf dieser Plantage packt man die jungen Nashi-Birnen in Papier ein.
Schädlinge haben so keine Chance, an das Fruchtfleisch zu kommen. Aber das sind Einzelfälle. Die Macht der Pestizidlobby in Japan ist groß. Nicht zuletzt, weil die Neonicotinoide hier erfunden wurden. Die Universitätsstadt Gifu, westlich von Tokio. Hier forscht Shinzo Kagabu. Der Chemiker erfand die Neonicotinoide vor rund 30 Jahren. Damals arbeitete er für den Chemiekonzern Bayer in Tokio. Viele der alten Insektizide wirkten nicht mehr. Shinzo Kagabus Erfindung revolutionierte den Pestizidmarkt und beschert den Herstellern seitdem enorme Gewinne. Planet E darf ihn als erste westliche Sendung interviewen. Allerdings mit einigen Auflagen. 10 Fragen des Reporters, 10 Antworten von Professor Kagabu in Form einer PowerPoint-Präsentation. Nachfragen nicht erlaubt. Shinzo Kagabu wirkt nervös. Er weiß um die Kritik an seinem Lebenswerk. Dass die EU-Kommission wegen der Bienen den Einsatz von 3 Neonicotinoiden eingeschränkt hat, ist ihm bewusst. Zunächst versucht er, seine Erfindung zu verteidigen. Aber dann gibt er zu. Jede Chemikalie hat irgendeinen Einfluss auf Tiere. Wenn ein Problem wie das Bienensterben auftritt, halte ich es für sehr wichtig, eine Methode zu finden, wie man den Nutzen und die negativen Auswirkungen einer Technologie ausgleichen kann. In diesem Fall wäre es also wichtig, die Rolle zu erhalten, welche die Neonicotinoide in der Landwirtschaft spielen, und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Honigbiene zu minimieren. Selbst der Erfinder ist also skeptisch. Während die Hersteller bis heute jegliche Schuld der Neonicotinoide am Bienensterben bestreiten, forscht sein Team an einem neuen Insektizid. Das Ziel? Schädlinge zu töten, aber die Bienen mit 100%iger Sicherheit zu schonen. Zur japanischen Studie, wonach die Neonicotinoide auch die Entwicklung des menschlichen Gehirns schädigen könnten, will der Chemiker keine Stellung nehmen. Nach einer Stunde resümiert Shinzo Kagabu: Neonicotinoide haben große Erfolge in der Landwirtschaft erzielt und werden das auch in Zukunft tun. Ich bin Wissenschaftler. Sollte eine Technologie, an deren Entwicklung ich beteiligt war, im Verdacht stehen, irgendeinen Mangel aufzuweisen, werde ich versuchen, eine neue, verbesserte Technologie zu entwickeln. In Deutschland sei alles sicher, sagen die Behörden. Wegen der strengen Vorschriften. Aber eine neue Fallstudie des Pestizidaktionsnetzwerks PAN lässt den Schluss zu, dass auch hierzulande Menschen durch Pestizide akut erkranken. So wie Norbert Piersdorf und Annegret Lachmann. Das Ehepaar wohnt auf dem Land nahe Rostock. Die Luft könnte besser sein. Denn mehrmals im Jahr spritzen die Bauern. Das ist wie aufziehender Morgennebel, so sprüht er das Gift hier aus. Oder was auch immer das ist, ne? Wie hoch der Sprühbalken ist. Die Landwirte müssen eigentlich Vorsichtsmaßnahmen treffen. Bei starkem Wind zum Beispiel darf nicht gespritzt werden. Aber selbst bei Windstille ziehen die Giftwolken aufs Grundstück. Mit Folgen. Also ich persönlich habe hier 2 Jahre gewohnt, da kriegte ich auf einmal Allergien auf alles Mögliche. Auf sämtliche Getreidearten, auf sämtliche Gräser, auf Beifuß, auf Birke, auf Haselnuss und vorher war überhaupt nichts. Und bei mir hat sich das aber so geäußert, dass ich immer nur einen Druck auf die Nasennebenhöhlen habe, so als wenn man Sinusitis hat. Und das ist jetzt im Prinzip jeden Sommer. Wenn hier die Spritzzeit ist, dann schaukelt sich das richtig auf, sodass ich mit unheimlichen Kopfschmerzen durch die Gegend laufe. Und das lässt sich quasi nicht bekämpfen, ne? Fotos von geschädigten Pflanzen sollten die Behörden überzeugen, dass die Giftwolken bis in den Garten kommen. Doch die Ämter nehmen die Symptome bis heute nicht ernst.
war eine treffende Aussage auch von dem Mitarbeiter vom Umweltamt zu meiner Frau, wo sie gesagt hat, wenn ich das, beim Vorbeifahren habe ich das eingeatmet, habe ich einen bitteren Geschmack im Mund gehabt. Und dann hat er gesagt, einatmen sollte man das nicht unbedingt. Ne? Aber es ist eigentlich ungefährlich, nach der Aussage immer. Das ist immer das Paradoxe. Trotz vieler Mails und Telefonate. Solange sich der Bauer an die vorgeschriebene Dosierung hält, schreitet das Umweltamt nicht ein. Die zugrunde liegenden Daten dafür stammen übrigens von den Herstellern. Die ersten Jahre, als wir hier gewohnt haben, war das nicht so. Definitiv nicht. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich immer schlimmer wird. Denn wenn ich aus dem Fenster gucke morgens und sehe, ach, sie sind wieder auf dem Acker, und das geht manchmal, gerade im Frühjahr, jeden Tag, da fragt man sich, was kippen die da alles hin? Aber man kriegt das nicht raus. Man kann mit dem Bauern korrespondieren, der windet sich wie ein Aal, also da kommt nichts. Er gibt uns keine Infos, was er wirklich ausbringt. Die Hoffnung auf ein Ende des Gifteinsatzes ist gering. Im Gegenteil. Der Absatz von Pestizidwirkstoffen stieg deutschlandweit in den letzten 10 Jahren um über 25% auf knapp 44.000 Tonnen jährlich. Berlin. Mittlerweile beschäftigen Neonicotinoide auch die Gerichte. Die Pestizidhersteller klagen gegen die EU-Kommission. Sie drängen, dass das Teilverbot von 3 Neonicotinoiden aufgehoben wird. Viele das Verbot, wäre das aus der Sicht der Imker eine Katastrophe für die Bienen. Deswegen will Imkerpräsident Walter Häfecker mit Hilfe einer Berliner Anwaltskanzlei die EU-Kommission unterstützen. Bayer und BASF. Wenn ich jetzt ein Korn von diesem Mais, der gebeizt ist, hier in dieses Glas tun würde, dann wäre das Wasser sofort akut toxisch für Bienen. Ja, vielleicht darüber nachdenken. Als sogenannte Streithelfer kämpfen die Anwälte für das Bestehen des Teilverbots. Insgesamt 7.000 Seiten Prozessunterlagen liegen ihnen vor. Ob am Ende das Teilverbot bleibt, ist noch lange nicht sicher. Ein wichtiger Grund ist, dass die Kommission ja einen Entscheidungsspielraum hat bei der Frage, wie geht sie damit um, wie handelt sie, wenn Risiken auftreten. Wir haben den Eindruck, dass die Kommission sich da durchaus beeinflussen lässt. Und die Unternehmen gehen auch letztlich davon aus, weil die Akten, die sie hier vor sich sehen, bestehen auch zu einem erheblichen Teil aus Korrespondenz zwischen den Unternehmen und der EFSA und der Kommission. Und die Unternehmen versuchen eben auch auf verschiedenen Ebenen und Etagen innerhalb der Kommission und der EFSA dieses Ungemach, was ihnen da drohte, abzuwenden. Die Korrespondenz hat es in sich. Auffällig sind die vielen geschwärzten Stellen. Die Seiten wurden von den Herstellern Bayer, Syngenta und BASF frisiert, bevor sie die Prozessunterlagen in Kopie den Anwälten übergaben. Aber warum? Deshalb gehen wir eben davon aus, dass wir auf diese. Möglicherweise ist es Ihnen unangenehm, wenn so offenbar wird, wie eng hier die Kontakte waren und wie auf welchen Ebenen versucht wurde, dort auf die EFSA und auf die Kommission Einfluss zu nehmen. Was diese Schwärzungen zu bedeuten haben, darüber können wir eigentlich nur spekulieren. Wir können aus dem Kontext ersehen, dass es sich vermutlich um bestimmte Studien handelt und aber vor allem darüber, wie eng die Kommunikation zwischen der Industrie und der Kommission war. Wir sind in gewisser Weise erstens optimistisch, dass das Gericht letztlich entscheiden wird, dass wir Zugang haben, auch zu diesen Stellen. Und insofern sind wir der Industrie sehr dankbar, denn das sind dann genau die Stellen, die wir uns wahrscheinlich besonders genau anschauen müssen. Die agrochemischen Konzerne pflegen offensichtlich nicht nur gute Kontakte zu europäischen Behörden, sondern auch zum deutschen Landwirtschaftsministerium. Das wollte schon das Teilverbot vor 2 Jahren verhindern, glaubt Walter Häfecker. Erst als klar war, dass es eine Mehrheit für ein EU-weites Teilverbot gab, schwenkte das Ministerium um. Ich weiß aus 2 zuverlässigen Quellen, dass das Ministerium bei Bayer angerufen hat, um Bayer zu erklären, dass man jetzt doch nicht mit Nein stimmen werde, weil das keinen Sinn hat. Und mehr oder weniger um Erlaubnis gebeten hat, mit Ja stimmen zu dürfen,
um die Ministerin aus der Schusslinie zu halten. Eine der Quellen? Dr. Helmut Schramm, Geschäftsführer von Bayer Crop Science. Planet E bekam von dort keine Stellungnahme. Das Landwirtschaftsministerium teilte per E-Mail mit: Der zitierte Anruf ist hier nicht bekannt. Für die Bienen schlechte Nachrichten. Deren Massensterben hätte vielleicht verhindert werden können. Aber der Fehler liegt offenbar im System. Denn die Studien für die Zulassung der Neonicotinoide stammen alle von der Industrie. Die Gifte heißen darin bienenungefährlich. Heute weiß man es besser. Jetzt gibt es Hinweise, dass auch der Mensch gefährdet ist. Wir hoffen, dass wir durch den wissenschaftlichen Fortschritt innerhalb der nächsten 10 Jahre neue Methoden entwickeln, um mehr Effekte zu finden. Aber im Moment können wir solche Effekte nicht finden. Die EFSA wartet auf Studien zu der Frage, ob die Ackergifte auch in geringen Mengen für den Menschen gefährlich sind. Am Ende kommen diese wieder von der Industrie. Dort war Henk Tennekes selber 11 Jahre tätig. Heute ist er der größte Kritiker eines Systems, in dem die Macht der Pestizidhersteller enorm ist. Ich denke, dass die deutsche Regierung immer die Interessen ihrer Industrie vertritt. Aus einem gewissen Blickwinkel heraus ist das auch verständlich. Man will, dass die Industrie gesund bleibt. Aber wenn die Industrie beginnt, in Produkte einzusteigen, die für die Gesundheit, für Menschen und die Umwelt gefährlich sind, ist das etwas vollkommen anderes. Für viele Wissenschaftler sind Neonicotinoide die gefährlichsten Pestizide, die es je gab. Sie hemmen offenbar die geistige Entwicklung von Säuglingen. Und das möglicherweise mit Mengen, die in Deutschland als sicher gelten. Dafür gibt es mittlerweile viele Anzeichen. Wenn man sich die Medizingeschichte anschaut, dann ist man teilweise schon ein wenig erschüttert, wie wenig wir vielleicht gelernt haben in den letzten Jahrzehnten. Immer wieder sind aus bestem Wissen und Gewissen heraus, wie ich das nenne, Büchsen der Pandora geöffnet worden. Wir haben sie dann mit allen technischen Möglichkeiten wieder verschlossen. Aber wir haben so wenig daraus gelernt. Wir haben aus vielen Geschichten, was Schadstoffe betrifft, denken wir an das DDT, wir haben nicht gelernt, noch vorsichtiger zu sein. Und das ist etwas, was einen betroffen macht. Einige Baumärkte haben inzwischen damit begonnen, Pestizide mit Neonicotinoiden aus den Regalen zu nehmen. Auch Bayer Crop Science hat kürzlich den Verkauf eines seiner erfolgreichsten Neonicotinoid-Produkte eingestellt. Aus strategischen Gründen, heißt es.